Okay, let's go. Moin und willkommen bei Beavis und Buttberg. Krabberg-Pfalz natürlich. Wir haben was Neues gekauft, ein neues Projekt. Diese 442 von Zünder natürlich. Das sollte man noch anders erwarten bei uns. Ja, ein Kollege von uns hat die heute auf dem Flohmarkt in Kaiserslautern gefunden und hat dann direkt mal angerufen, hat gesagt, hey, hier ist ein Mofa. Und ja, bis der Vater dann dort war, war sie weg. Aber der Kollege hat sie mitgenommen, weil da gab es irgendwie fünf Leute wollten die holen. Und dann hat er die mitgenommen. Ja, und ich dachte, wir machen da jetzt mal einen kleinen Überblick, was hier gemacht werden muss, worauf ihr euch freuen könnt oder womit ihr rechnen könnt, was so die Pläne sind. Ja, das Ganze ist eine 442 17 Liste 0 oder 442 17 0, Baujahr 1974. Und durch diese Modellnummer können wir sagen, es ist ein Mofa. Also grundsätzlich ist das Moped in, ja, es ist teilweise noch Originallack, wie man hier sieht. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Ja, und hier ist eben überlackiert worden. Da müssen wir noch schauen, wie man das abbekommt, ob das mit Aceton oder neu lackieren. Wobei wir neu lackieren versuchen zu vermeiden, das soll möglichst original bleiben. Ja, und dann eben die üblichen Verdächtigen, also die technischen Aspekte, wie zuallererst der Ständer. Der ist in einem fürchterlichen Zustand, ebenso die Ständeraufnahme. Das sollte generell bei jedem Projekt immer das erste sein. Ständer, das Teil muss gescheit stehen, weil ja, es ist jetzt in der Erde eingegraben, das zeige ich euch gleich. Dann Motor unbedingt. Kettensatz, in dem Fall der zwei Ketten. Gabel, Hinterradfederung, Seilzüge, Elektrik. Tank muss ein bisschen entrostet werden, der ist nicht so schlimm, aber trotzdem. Dann sind ein paar Sachen nicht original, also da fehlen ein paar Dinge. Ja, was wird kommen, worauf könnt ihr euch freuen? Also es werden verschiedene Baugruppen, wie zum Beispiel Gabel, Hinterradfederung, Schwinge, Kettentrieb wahrscheinlich, Motor zerlegen, zusammenbauen, wieder als Anleitung. Ja, wahrscheinlich wird das Ganze ebenso in schrittweise Videos, die dann als Baugruppe veröffentlicht werden, also Ständer, Gabel, Hinterradschwinge, Radnaben, Räder, Lenker, Seilzüge, Elektrik und so weiter. Also da wird einiges kommen, einige Anleitungen, einige Shorts, einige kurzen Einfachheiten immer mal wieder kommen und eben dann so 10, 15, 20 Minuten lange Baugruppenvideos mit dezidierten Erklärungen. Falls wer von euch so ein Rad hat und dazu Fragen hat, jetzt habt ihr die Chance zu fragen, was ihr wissen wollt, weil jetzt steht so ein Ding hier, jetzt können wir auf alles ganz genau eingehen. Ob das der richtige Motor ist, muss ich überprüfen, anhand der Nummer mache ich jetzt nicht. Und wir bekommen auch noch die Papiere dafür, die haben wir auch noch nicht. Und jetzt, wo wir das endlich haben, schaut her, es ist ein Neimann-Schloss. Das heißt, ich kann auch das Video für den Ausbau des Neimann-Schlosses endlich machen. Und das sieht man jetzt ganz schlecht. Das Lenklager ist, das hat nicht nur einen Rastpunkt, das hat mehrere. Das ist auch völlig hinüber. Aber genau darum machen wir solche Videos. Also es ist gut, dass es kaputt ist, weil dann kann ich euch zeigen, wie man das repariert. Ja, das kommt dann irgendwann demnächst. Ja, soweit. Das Einzige, was wir beschaffen müssen, ist ein Sattel. Ja, hier hat mal wer aufgeschnitten, weil da auch der falsche Benzinhahn drin ist. Und daneben fehlt auch noch ein Teil. Also soweit fehlen, abgesehen vom Sattel, nur Kleinteile. Und ich denke auch, der Sattel ist jetzt nicht das größte Problem. Soweit komplett. Die muss man wahrscheinlich auch
ersetzen oder erneuern. Werden wir sehen. Auch Rücklicht, also es ist schon gebrochen. Das ist ja bei den Dingern normal. Darum hat meine Bergsteiger ja auch das falsche Rücklicht mit dem Blech, weil das eben nicht so oft kaputt geht, aber das ist sehr fragil. Ja, soweit komplett. Ganz. Funktioniert sogar noch. Ja, Bremsen sind auch, die sind fest. Hier, die ist, naja, auch nicht mehr das Wahre, das Teil zu schieben, war eine Tortur. Ja, wir werden noch sehen, was da zu machen ist, wie der Motor aussieht. Der dreht, aber getestet haben wir da nichts. Der wird neu gemacht und fertig ist es. Da haben wir noch andere Räder rumliegen, weil die ja auch nicht mehr so das Wahre sind. Da können wir die reinmachen. Unterbremsbeläge und so weiter. Also da ist ein bisschen was zu tun. Da könnt ihr euch wirklich auf ein paar Videos freuen. Und damit war es das dann auch schon wieder für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein bisschen angestachelt. Und ja, lasst einen Kommentar hier, einen Daumen, ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal bei Kartwerk Pfalz.